Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ich habe dummerweise einen kleinen Fehler gemacht und zwar wollte ich ja eigentlich nur die Karotten ernten, weil das Ganze natürlich offline ein bisschen schneller geht. Und habe mir den Dagobert tatsächlich geholt mit dem mit dieser Aufforderung, lasst uns ein bisschen abhängen. Und er hat mir bei der Gartenarbeit jetzt geholfen. Ihr seht jetzt hier draußen schon überall diese blauen Karotten rumliegen. Leider habe ich da jetzt gerade ein Level-Up bekommen und ich habe mir gedacht, okay, das kann ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also habe ich gedacht, dann schalte ich hier mal eben rein. Gartenarbeit Level 3, dein Begleiter kann mehr Ernte einbringen, wenn du erntest. Also so ein gleicher Spruch, sage ich mal, wie eben mit, auch jetzt ist das hier alles nein, oder? Wie eben, also in der letzten Folge war es, glaube ich, mit Goofy. Geh mir da bloß nicht rein. Ich wollte das nur aufheben. So, jetzt können wir das Ganze nochmal live in Aktion sehen, weil ich den Rest nämlich jetzt hier mit euch auch eben noch ernten werde. Oder es wird jetzt nochmal unterbrochen, indem ich jetzt ein Level abbekomme. Auch nicht schlecht. Na gut, dann können wir das jetzt auch in eine einsammeln. So. Dürfen wir jetzt vielleicht mal ohne Unterbrechung das angucken. Da seht ihr nämlich jetzt... Ach, er ist auch mit am Sammeln, kann das sein? Sieht zumindest so aus. Ja, er sammelt quasi auch direkt mit alles. Das ist schon eine sehr geile Animation. Was ich euch damit aber eigentlich ein bisschen näher bringen wollte, was ich gerade festgestellt habe, dass er damit levelt. Also unser Freundschafts-Level dadurch höher geht. Das ist natürlich geil, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat, dann schnappt man sich einfach einen von denen und macht das, ja, wodurch sie halt leveln. Oh, und er ist, ich wollte gerade sagen, er geht jetzt gerade sogar schon aufs nächste Level hoch. Dein Begleiter kann mehr Ernte einbringen, wenn du erntest. Okay. Da wir jetzt unterbrochen haben, werde ich jetzt erstmal ganz schnell die blauen Sachen einsammeln, weil sonst kann man die ja nachher nicht mehr einfach so einsammeln, indem man drüber läuft. So. Die anderen Sachen mache ich dann gleich. So, ich hätte aber auch nicht gedacht, dass Dagobert mir dabei so gut hilft. Eigentlich war es jetzt doof. Oder ich hätte es... Ja, eigentlich hätte ich mal ausprobieren müssen. Ernten? Kann man die doch ernten, wenn hier sowas ist? Oh, wir haben was anderes gefunden. Könnte unter Umständen vielleicht Ratatouille oder so sein. Wenn das hier so Kochbücher wären oder so. Ich bin mir nicht sicher. Okay, das können wir auch direkt schon mal mitnehmen hier. Können wir das noch einsammeln? Ja, das geht noch. Und da ist noch eine blaue. Die schnappen wir uns auch mal eben ganz schnell. Und die müssen wir da mit der Hand machen. So, dann haben wir jetzt wieder zwei Stacks, also zwei 50er Stacks und 31. Kann sein, dass ich vielleicht zwei, drei... noch in der Tasche hatte, ich bin mir nicht sicher. Das heißt aber, ich müsste wahrscheinlich wieder neue Möhren kaufen, also nochmal ein Stack neu kaufen. Ich denke, dass es wirklich nur auf die Ernte bezogen ist. Er hat gesagt, er hat nicht so viel Zeit. Ich weiß nicht, ob er einfach zwischendurch abhaut oder ob wir ihn quasi entlassen müssen. Werden wir mal ein bisschen ausprobieren. Ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, werde unser Feld noch vergrößern. Das war ursprünglich mal die Absicht, das Feld vergrößern, während der Offline-Zeit komplett abernten und dann nochmal komplett neu sehen. Und, achso, was wir allerdings machen könnten, bevor ich jetzt hier ausschalte. Hallöchen! Wir verkaufen die, die und die. Das können wir dann ja später... Was ist eigentlich hier? Ah, 25. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, ob wir die vielleicht später mal brauchen, weil... Ne, mit dem hier ist es ja auch... Ach, das war ein glänzender. Das müssen wir Dagobert noch geben. Wunderbar, bevor wir da rausgehen. Oh, 5700. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall eine Erweiterung definitiv machen. Das ist richtig geil. Also ich behaupte mal einfach... nee, das will ich nicht. Dagobert, hallo, ich möchte mit dir reden. So, ich habe etwas für dich. Nämlich glänzenden, genau, den, auch wenn er so viel Geld einbringt, aber den gebe ich mal, der hat aber ganz schön Level Boost gerade gegeben. Ah, danke.
Dein Begleiter kann mehr Ernte einbringen, wenn du erntest. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt auswirkt, aber das hört sich auf jeden Fall gut an. Wir sind jetzt aber bei 5, wir sind quasi hier. Was das mit dem 500 auf sich hat und alles, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ich bin dann dadurch vermutlich auch gewachsen. Können wir was Neues ernten? Oder ist das ein Deko-Objekt? Ich denke eher, es ist ein Deko-Objekt, oder? Neue Möbel freigeschaltet. Ja, goldene Pflanze. Schade, schade, schade. Es ist nur, erhalte 500 Sternmünzen. Zack. Das kann man auch noch. Erreiche mit einem Freund ein bestimmtes Level. Ja, und was ist das bestimmte Level? Das hätten sie vielleicht noch mit reinschreiben sollen. Okay, perfekt. Und ich sehe gerade, wir haben auch über 5000. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell schon ausgeben können, weil wie gesagt, als nächstes sollten wir eigentlich Richtung Strand gehen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt hier erstmal nochmal einen kleinen Cut machen, werde das Feld definitiv um einiges erweitern, werde hier nochmal was anpflanzen, weil wir dadurch doch wirklich sehr, sehr gut Geld gemacht haben. Und sehe euch dann gleich wieder, wenn wir weiter questen werden und das mit Dagobert bzw. unserem Haus erstmal ausprobieren werden. Bis gleich. Ja, und ich wollte jetzt eigentlich gerade die Aufnahme starten. Und in dem Moment haben wir gerade ein Level-Up bekommen mit Dagobert. Wir sind jetzt nämlich auf Level 7. Das heißt, ich meine, dass ich während der Zeit, die ich jetzt offline war, 2 oder 3 Level höher gegangen bin als das letzte Mal, ja, wo wir uns halt hier drin gesehen haben. Und das nur, jetzt hat sie die doch nicht weggetan. Ich bin übrigens auch 1 oder 2 Level gestiegen. Und das nur, weil wir dieses Feld hier vergrößert haben, überall nochmal die Samen eingepflanzt haben und alles nochmal bewässert haben. Es hat uns wirklich eine ziemliche Menge Energie gekostet, das auf jeden Fall auch. Ihr seht ja oben schon den Balken. Aber es hat uns auch sehr viel Punkte gebracht, also diese Freundschaftssternchen-Punkte. So, mit ihm können wir übrigens auch weitermachen. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil das möchte ich nämlich gerne machen. Miki ist gerade am Schlafen, so wie es aussieht. Ich teleportiere mich mal eben der Faulheit halber nach oben. Ach so, stimmt, er kommt ja jetzt überall mit, wo ich, wenn ich ihn frage. Die Frage ist jetzt, ich kann ihn einfach mal mitlaufen lassen. Also vielleicht geht er auch irgendwann von selber weg. Ich bin mir nicht sicher. So, das ist aufgefüllt. Sehr schön. Das Haus erweitern. Ach, da brauche ich nur 1000 für. Das ist ja eigentlich noch gar nichts, ne? Für die erste Etage. Etagen sind das, so wie ich das verstanden habe. Ne, erste Etage. 2000 für die nächste Etage. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz raus. Und wie komme ich jetzt in die Etage? Also sagt er uns das vielleicht? So wahr ich hier stehe, dein Haus sieht aus, als wäre es jetzt ein Vermögen wert. Gut gemacht, meine Freundin. Natürlich kam die Idee von mir, also musste das ja genial werden. Jetzt hast du noch mehr Platz für Gegenstände. Ah, aus meinem Laden. Ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Komm jederzeit vorbei, mein Bestand ändert sich dauernd. Aha, weil, wie ihr seht, das ist jetzt alles quasi einen Ring drumherum weiter nach außen gerückt. Das heißt, wir müssen die Sachen jetzt auch wieder alle neu hinstellen. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen nervig, weil das hätte man auch schöner lösen können, muss ich sagen, indem man die Sachen einfach alle direkt nach außen schiebt. So hatte ich das stehen. Das können wir eigentlich auch mal ein bisschen. So, hiermit konnte ich drehen, ne? Genau. Da hätte ich jetzt noch Platz für eine andere Truhe. Wäre natürlich schön. Ich meine, gut, Möbel wäre natürlich auch schön und eigentlich auch wichtig. Ich würde sagen, wir machen das mal so und die mal daneben. Das sieht ein bisschen besser aus, glaube ich. Ich dachte jetzt nur eigentlich nicht, dass wir das hier vergrößern, sondern dass wir eine neue Etage bekommen. So habe ich das jetzt verstanden. Aber dem ist offenbar nicht so. Jetzt gucken wir noch mal eben bei den Möbeln. Hatten wir nicht irgendwo einen Kamin bekommen? Schmutzige Theke. Ja gut, ein Waschbecken wäre natürlich nicht verkehrt. Braucht man ja eigentlich auch. Aber hier zum Beispiel das Himmelbett. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir eine Etage da drüber kriegen werden, wo wir dann dieses Himmelbett machen können.
So, viel mehr haben wir jetzt nicht. Ach, das ist Puzzleboden. Okay. Ja gut, die Wände, die sehen natürlich jetzt auch nicht so. Mickey Maus Tapete ist jetzt auch nicht so prickelnd. Sind wir mal ganz ehrlich, das jetzt irgendwo da drin zu haben. Die sehen aber auch nicht besser aus, wenn wir die jetzt nehmen, ne? Die gelben könnte sein, dass das was sauberer aussieht. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Oder einfache graue Tapete. Also blaue. Graublaue steht hier. Die ist auch nicht schlecht. Die weiße ist schrecklich. Nee, die weiße ist schrecklich. Das hier sieht auch nicht schrecklich, nicht schlecht aus. Das ist aber halt wieder so ein altertümlicher Stil. Aber so wird das Ganze ein bisschen moderner. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den altertümlichen Stil haben möchte oder doch ein bisschen was Moderneres. Aber ich denke mal, dass wir das so lassen werden. Vorleger. Den könnten wir jetzt theoretisch auch so hier reinstellen. Oder ohne. Ah, es wirkt ein bisschen gemütlicher, finde ich, wenn man sowas da reinmacht, oder? Deckenlicht. Ja gut. Wir lassen das mal so. Ich würde sagen, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. So, er hat jetzt auch direkt eine neue Aufgabe, so wie es aussieht. Lass mich dir etwas zum Thema Geschäfte beibringen. Du musst deine Kunden glücklich machen. Aus vielen Gründen, aber vor allem, weil es glücklichen Käufern weniger ausmacht, einen hohen Preis zu zahlen. Ich habe einen Kunden, der auf seine Lieferung wartet. Hast du Zeit, mir zu helfen? Klar, wer ist denn der Kunde? Der Zauberer Merlin. Er kann ein schwieriger Kunde sein. Kannst du erraten, was er bestellt hat? Etwas Blaues, etwas Altes wie er. Ich würde mal sagen, etwas Magisches. Ei, das würde Sinn ergeben. Aber die Antwort ist blau. Okay, ja, dachte ich mir schon, weil oben meistens die Antwort ist, die ja, im Endeffekt die beste ist, beziehungsweise richtig ist. Kannst du erraten, wo er dieses Möbelstück hinstellen möchte? Ich hätte jetzt gesagt, in einen geheimen Raum, aber er wird wahrscheinlich ins Büro stellen wollen. In der Tat, es ist sein Büro. Hier ist die Anzahlung, die er für die Möbel gemacht hat. Such dir etwas damit aus und kaufe etwas noch Schöneres mit deinem eigenen Geld. Such dir etwas damit aus. Ach so, oder kaufe etwas noch Schöneres mit deinem eigenen Geld. Das heißt, wir müssen ihm jetzt auch was kaufen, oder wie verstehe ich das? Das ist ein bisschen komisch erklärt jetzt. Wenn du in meinem Laden etwas für ihn nicht finden kannst, gib mir Bescheid. Ich habe gerade ein Liefersystem auf Anforderung installiert, mit dem du alles aus meinem Katalog bestellen kannst. Bringe Merlin Möbel mit der Farbe Blau für sein Büro. Also muss ich doch was kaufen. Okay, na gut. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Obwohl andererseits, wenn man jetzt was finden sollte, was jetzt weniger als 2000 kostet, wovon ich jetzt tatsächlich mal nicht ausgehe, dann würde es sich ja wieder rentieren, ne? Da. Nee, das ist durchsucht. Ach so, das sind Fliesen. Moment, ich muss aber doch mit ihm dann reden, ne? Ich würde gerne einige Dinge bestellen, genau, wollte ich doch sagen. Möbel. Möbel in Blau. Ich könnte jetzt aber hier nichts für ihn suchen. Das ist doof. Etwas Blaues für sein Büro. Das wäre ein bisschen teuer, ne? Wir haben ja nur 2000 bekommen. Alles, da ist ja gar nichts Blaues bei. Ich kann ihm doch jetzt nicht hier dieses Ding holen. Da ist nirgendwo Blau bei. Ich weiß nicht, ob die das eventuell unter blauen Tisch gelten lassen. Das ist so ein ganz komisches Schwarz irgendwie. Und für ihn kann man da jetzt auch nichts. Das ist ja doof. Wir gucken übrigens mal kurz bei Kleidung. Ach so, da können wir gar nicht so rein. Oh, 3000 für. Das sieht schick aus da drin, aber 3000 für so ein Kleid. Ihr habt es doch nicht mehr alle, ganz ehrlich. Ja, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie wir das machen sollen. Nee, bringe. Moment. Bringe. Kaufe blaue Möbel. Habe ich angeblich abgeschlossen. Ich habe zwar nichts gemacht. Bringe Merlin. Okay. Okay. Aber bevor wir gehen,
Muss ich mal kurz gucken. Hatten wir jetzt noch? Ich habe etwas für dich. Ach nee, den haben wir schon abgegeben. Ach so, den müssen wir auch nur einmal. Lieblingsdinge des Tages. Ah, okay. Tschüss, lass uns später abhängen. Ach so, ja, er soll mir jetzt auch nicht die ganze Zeit folgen. Wobei, er darf mir auch gerne folgen. Ich mache ja zwischendurch bestimmt auch nochmal irgendwie andere Sachen. Aber lass uns. Nun, das hat fast so viel Spaß gemacht wie das Tauchen in meinem Geldspeicher. Fast. Ich hoffe, mein Neffe Donald. Keine Ahnung, was mit dem ist. Hallo. Ich liebe es. Diese Tür ist irgendwie als einzige so ein bisschen verbuggt. Wo ist denn der überhaupt? Moment. Ich habe übrigens das rausgefunden. Man kann die anklicken. Und schwupps wird einem direkt gezeigt, wo die sind. Die sind meistens dann auch 2 Sekunden später nicht mehr da, wo sie eigentlich gerade waren. Muss man auch dazu sagen. Da kommt er uns Ich schon kann entgegen. in die Zukunft sehen, also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Ja, aber ich habe mich vertan. Ich muss ja eigentlich in dein Büro. Oh, hallo. Hat dir das Mittelalter nicht gefallen? Es ist ziemlich angenehm, in einer Zeit mit so vielen modernen Annehmlichkeiten zu leben. Magie ist nützlich, aber sie ist nichts gegen das Wunder von Sanitäreinlagen. Ah. Sag mir, Gameplayerin, was ist deine Lieblingserfindung? Handys. Ich muss mich mal outen. Ja, diese kleinen Kästen, sie scheinen viel nützlicher als Tauben zu sein. Und im Gegensatz zu Eulen geben sie selten Widerworte. Hier bin ich. Wir müssen reden. Wir müssen reden, genau. Oh, ein pinkes Handtäschchen haben wir bekommen. Glaube ich. Also zumindest wurde das jetzt hier freigeschaltet. Wähle eine der folgenden Rollen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir haben Mickey und Dings hier und Dagobert bei der Gartenarbeit. Das mit dem Stecken habe ich noch nicht so ganz verstanden, ob man beide mitnehmen kann. Das müsste ich demnächst mal probieren. Goofy beim Angeln. Er würde wahrscheinlich alles hiervon nicht so gerne machen. Kann mehr sammeln, wenn du wilde Pflanzen und Früchte sammelst. Dein Begleiter kann mehr Mineralien abbauen. Ich würde fast sagen, dass wir ihn mitnehmen beim Bergbau. Wobei das natürlich ein bisschen blöd ist. Ich meine, Angeln macht man speziell extra, geht man dahin, macht das. Gartenarbeit hat eigentlich auch immer so einen festen Punkt. Die anderen Sachen haben halt keinen richtigen festen Punkt. Aber Bergbau, denke ich mal, wird nicht schlecht sein, wenn wir da mehr kriegen würden. Also machen wir mal den Bergbau mit ihm. Einen Moment bitte, ich brauche deine Hilfe. Ach, das waren neue Möbel. Ah. Wo ist denn eigentlich dein Zuhause? Das würde mich jetzt mal interessieren. Du bist doch eigentlich aus dem Schloss da oben, oder? Du lebst doch eigentlich hier drin. Schnelle Fortbewegung. Ratatouille, da kann man. Ah, oh, die Eiskönigin, die erkenne ich sofort. Beim Rest bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich weiß ja nicht, was die noch alles hier drin haben. Und Dorf, Wunschbrunnen der Freidlichen Wiese. Okay, wir sind sehr freidlich heute. gut, dann kann man hier also schnell reisen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja mal cool. Aber nur, wenn man hier draufklickt. Okay, aber zum Dorf können wir jetzt selber nicht gehen. Das Problem ist. Ne, das machen wir jetzt nicht. Das sind die Häuser. Ich weiß nicht, wohin ich das jetzt hinliefern soll, ehrlich gesagt. Da bist du ja. Ja, da bin ich. Freundschaft ist alles. Brauchst du Hilfe, Merlin? Oder, Moment, ich habe was für dich. Nee, das können wir dann nicht machen. Oh, Moment, er möchte gerne Cracker haben. Ist das euer Ernst? Blauer Bartfaden. Moment, das schreibe ich mir mal eben auf. Blauer, wieso eigentlich, wenn der grün ist? Bartfaden und Cracker. So, für Merlin. Da muss ich mich dann auch gleich nochmal drum kümmern. Bei Cracker habe ich den. Ich habe den weggetan. Ich habe den, glaube ich, nicht.
Ein neuer Zauber, beginne die Aufgabe, Freundschaft ist alles. Ich frag mal. Ach nee, die Kunden wissen es am besten. Das ist wahrscheinlich. Ja, möchtest du das weitergeben? Ha. Perfekt. Wenn er mir jetzt noch sagt, wo sein Büro ist, weil eigentlich sollte ich es ja dahin liefern. Oh, ho, 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 das ist genau das, was ich wollte. Gut gemacht, mein Freund. Sag Dagobert, dass es ein Vergnügen ist, mit ihm Geschäfte zu machen. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Du lüpfst deinen Hut, das ist gut. Das ist immer so eine geile Ausdrucksweise hier. Können wir noch nichts holen. Selbst die Bananenbäume sehen noch sehr verdorben aus irgendwie. Dann gehen wir noch mal kurz zu Dagobert zurück, weil das war ja eigentlich seine Aufgabe. Hallo, Dagobert, da bist du. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Ja, dafür bin ich da. Einen schönen Tag noch. Wie einen schönen Tag noch? Ich bin gerade erst gekommen, hallo? Hervorragende Arbeit. Du wirst schon bald mein Mitarbeiter des Monats sein. Ei, ich glaube, du hast etwas darüber gelernt, wie man Kunden glücklich macht. Du hältst die Wirtschaft auf Trab. Komm jederzeit wieder in meinen Laden. Ich habe bald neue Bestände. Und ich habe gerade ein Level-Up und richtig coole, spacige Schuhe erhalten. Was für ein Ding. Okay, er hat jetzt, doch, er hat auch noch eine neue Aufgabe, das ist, oh, ich will nicht so viel. Ich will aber eigentlich mit ihm weitermachen und das können wir jetzt. Merlin Level 2 haben wir und Dagobert haben wir auch. Oh, wir haben hier oben auch noch was, was wir noch einsammeln können. Schließe Freundschaften, ja, Moment, das auch noch. Sammlung ist ja nur, ja genau, Sammlung ist nur, dass man sich das angucken kann. Also wir haben jetzt 5.525 von den Dingern. Ich würde jetzt ungerne eine komplett neue, ach diese Tür wieder, die geht mir auf die Nerven. Eine komplett neue Aufgabe annehmen. Also ungerne. Schillernder Strand, davon hat er ja gesprochen, ne? Dass wir da für ihn hin müssen. Und wir haben ja jetzt so viele Sachen, so viele Rezepte und alles, die wir gerne an unsere Kollegen hier verteilen würden. Übrigens ist das der letzte, fällt mir gerade auf. Es sei denn, dass wir mit ihm die Freundschaft noch erhöhen können, dann könnten wir ihn auch noch mitnehmen. Ist ein bisschen blöd, dass wir den einen, also dass wir jetzt Mickey und Dagobert mit dem gleichen belegt haben. Aber da stand auch so blöd geschrieben, dass es halt dadurch erhöht wird, wenn man zwei macht. Eisige Höhlen. Ah, da oben wird dann wohl Elsa sein. Vergessenes Land. Sonnige Ebene. Ich könnte mir vorstellen, dass sonnige Ebene sowas wie eine Steppe ist. Also, dass da König der Löwen hinkommt. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Lichtung des Vertrauens. Vertrauen hört sich so nach Buzz Lightyear an. Ich weiß aber nicht, ob der schon im Spiel ist. Ich weiß, dass der wohl kommen soll. Und ich weiß, dass Stitch auch auf dem Cover drauf war. Von Lilo und Stitch. Den müsste man ja auch irgendwo finden. Wald der Tapferkeit. Könnte alles sein. Könnte auch zum Beispiel Meridia sein. Nee, nicht Meridia. Doch, Meridia. Also die, die im Wasser ist. Meridia, meine ich, war's. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach ganz unten. Wir joggen da jetzt erstmal eine halbe Stunde hin. Lololo. Zum Strand, in Hoffnung, dass ich jetzt nichts Falsches sage und tue. Oh, und da brauche ich auch nur 1000 für. Wie geil. Da bist du ja. Oh je, vom schillernden Strand geht eine dunkle Magie aus. Wir müssen den Fluch auf der Wiese untersuchen. Deshalb sollten wir bald darüber reden. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Muss ich jetzt mit dir reden, weil ich das jetzt öffne? Komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ah, man kann es drehen. Oh, oh, hallo. Freundschaft. Ist das alles? Brauchst du meine Hilfe? Ein neuer Zauber. Ich würde das hier gerne öffnen. Hä? Ich sag mal, ein neuer Zauber. Keine Ahnung. Nee, aber ich will das ja, ich will es ja eigentlich nicht. Ich hätte ja in der es selbst nicht besser hinbekommen. Okay. Oh. Oh, hallo. Eine dunkle Magie. Wir müssen den Fluch auf der Wiese untersuchen. Deshalb sollten wir bald darüber reden. Ich lüpfe meinen Hut,
obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Wir müssen den Fluch auf der Wiese untersuchen. Meint der jetzt, dass wir direkt hier rein können? Interagieren, aber wir haben ja noch nichts. Das heißt aber, ich vermute mal, dass wir erstmal diese Zauberaufgabe oder was machen müssen. Und dass wir dann, jetzt können wir hier schon wieder was einsammeln, dass wir dann unten das weiter öffnen können. Ich weiß nicht, warum man erst was anderes machen muss, so wie es aussieht. Aber wir werden es hoffentlich in der nächsten Folge erfahren. Ich werde dann hier mal einen kleinen Cut machen. Und ja, würde sagen, damit dann die Aufgabe so ein bisschen zumindest geteilt ist, dass wir dann uns beim nächsten Mal weniger mit Dagobert, aber dafür mehr mit Merlin beschäftigen werden. Und vielleicht haben wir ja Glück und können wirklich unten den Strand freischalten, sodass wir dann irgendwie eine Folge danach oder so vielleicht nochmal mit Remy sprechen können oder irgendwas. Ich habe schon alles im Kopf geplant, aber ob das jetzt so funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich kann es kaum erwarten. Ich hoffe, ihr auch nicht. Bis dann. Ciao.